Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect Legendary Edition. Und ja, es sind wieder ein paar Tage vergangen ohne Folgen, leider. Mal umknarzen, ja. Aber es ließ sich leider zeitlich nicht anders bewerkstelligen. Genau, aber ihr kennt es ja. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe, halt nicht so lange immer Pausen zu haben wie davor. Deswegen geht es jetzt weiter. So. Und wir haben beim letzten Mal haben wir ja die ganze Mission mit Aria gemacht. Das war eine sehr coole Mission. Und dann werden wir jetzt mal Folgendes machen, und zwar wieder unser Daily, nicht Daily, aber unsere Routine Ablauf Sache. Einfach mal gucken, ob es irgendwo was Neues gibt. Auch mein Discord ist noch im Hintergrund an. Eieiei, habe ich vergessen umzustellen. Na gut, müssen wir jetzt erstmal mitleben. So, hier wird ja nichts sein, nehme ich mal stark an. Nö. Nö. So, da braucht man nichts ändern. Alles klar. Gut. Dann weiter. Ja, dann gehen wir doch wieder zurück. Dann gucken wir doch mal. Okay, Trainer hat nichts Neues zu sagen. Haben wir hier denn etwas Neues? Nein. Yes. Zum Glück. Okay, dann werden wir mal hier eine kurze Tour machen. Wir gehen mal hinter zu Joker und zu Edie. Und dann, genau, gucken wir mal, ob die was Neues sagen. Ein Proteaner also? Ein echter, lebendiger Proteaner? Hat Liara schon aufgehört rumzuhüpfen? Das konnte sie sich bestimmt nicht verkneifen. Ja, Shepard? Mal gucken, Fähigkeiten des Körpers, ihre Arbeit, neuer Körper, Flucht, so ein Omen, den jetzt hat man, glaube ich, meine ich alles. Weitermachen, Edi. Jawohl, Ma'am. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper hier. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Mit diesem Körper hier. Ich würde ja, was würde ich dafür geben, wenn man sehen könnte, welche Dialoge man schon gemacht hat oder nicht, ne? Ach ja, Mass Effect. Gut, wir gehen mal da hinten gucken noch. Hast du gehört, dass wir schon wieder eine Kolonie evakuieren mussten? Es werden immer mehr. Aber von Verlusten der Reaper hört man kaum etwas. Die Reaper haben keine Kolonie. So, was sagt. Ach so, ist ja Primarch. Den haben wir immer noch an Bord. Guck an. Ja, Commander. Untersuchen. Das war's. Natürlich. Das war's. Gut. Ich glaube, so viel Stuff durch die Mission haben wir gar nicht freigeschaltet. Aber wie gesagt, bin ich ja auch nicht böse drüber. Mal nicht tausend. Ja. Nicht tausend Dialoge, die man wieder durchgehen muss. Quatsch. So. Dann Crewdeck. So, wir machen übrigens weiter mit Nebenmissionen heute. Nehmen wir mal stark an, wir werden schon dazu kommen irgendwie. Ist auch niemand. Hier ist momentan auch noch keiner. Papadapapa. Kannst du irgendwas sagen? Nö. Nö. Und hier ist demnach auch noch keiner. Ist jemand auf der Toilette versteckt? Auch nicht. Gut. Hier irgendjemand? Nein. Gucken wir mal was. Im privaten Nachrichtenterminal befinden sich neue Informationen. Oh, können wir das auch angucken? Tatsache, Upgrades. So. Nee. Ach, hier. Ach so, klar, vom Broker, natürlich. Gehen wir mal von oben durch. E-Mail von Carly Sanders an David Anderson. David, diese Nachricht wird dich nicht so schnell erreichen. Außer du findest auf der Erde eine funktionierende Extranet-Verbindung.
Ich habe es zu der Waffe geschafft, die wir bauen. Sie ist noch nicht mal halb fertig und sie ist das atemberaubend komplizierteste Stück Technologie, das ich je gesehen habe. Ich wünschte, du könntest sehen, was wir hier bauen, David. Es gibt mir Hoffnung. Pass auf dich auf. Mir zuliebe. Allianz verhört Protokoll, Cerberus Agenten. Allianzbefrager 1, Igitt, sehen Sie die Implantate an, die sie im Gesicht hat? Allianzbefrager 2, sie ist wach, Cerberus Agenten. Allianzbefrager 2, hallo, wissen Sie, wo Sie sich befinden? Befrager 1, ist Ihnen klar, in was für Schwierigkeiten Sie stecken? Hey, ganz ruhig. Hören Sie, Sie stecken wirklich in Schwierigkeiten. Das will ich nicht leugnen, aber da lässt sich bestimmt eine Lösung finden. Wenn Sie uns helfen, können wir... Busch, Explosion. Befrager 1. Oh. Alles okay? Ja, aber verdammt nochmal, sie ist tot. Was? Die ganze Vorderseite ihres Gesichts ist weg. So was wie eine Granate im Auge. Oh Scheiße, ob sie bei Cerberus alle so ausgerüstet werden? Okay, also so ein Notdingsbums, damit sie ja nichts sagen. Dann. Das hatten wir doch, glaube ich, auch drinne, oder? Ich meine, wir hatten das auch drinne. In Teil 2. Und das wurde uns doch dann entfernt. Oder? Doch, ich glaube ja. Okay, Notizen über Proteaner 2186, Eintrag 1. Was muss dieser Proteaner alles gesehen haben? Wenn sie die Technologie hatten, jemand mehr als 50.000 Jahre lang zu konservieren, ist es kein Wunder, dass sie so etwas wie das Gerät auf dem Mars bauen konnten. Ich muss ihm Zeit zur Erholung geben, aber bei der Göttin, wann werden wir je wieder die Chance bekommen, so viel über ihre Zivilisation zu erfahren? Tag 2. Ich weiß nicht, was ich von diesem Proteaner halten soll. Ich habe ihn angesprochen, als wir auf dem Weg in ein anderes System waren, aber er wollte anscheinend nicht reden. Das Wenige, das er gesagt hat, bezog sich auf die Reaper und unser mögliches Scheitern. Ist er nur ein Soldat, der um das Volk trauert, oder sind unsere Kulturen so grundlegend verschieden? Eintrag 3. Wenn das stimmt, was Jarvik sagt, dann entstammt er einem Volk von Imperialisten, das den Rest der Galaxie in Angst und Schrecken versetzt hat. Und könnte er seine Leute zurückbringen, würde er uns alle dafür opfern, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken. Ich habe mir heute meine alten Notizen angesehen. Sie sind sehr naiv, haben wir die Proteaner wegen ihrer beeindruckenden Technik romantisch verklärt? Ist das wirklich das Volk, dessen Studium ich mein Leben gewidmet habe? Ja, das ist noch die große Frage, ne? Also, wer weiß, wer eigentlich wirklich die Gegner sind. Aber Stand jetzt sind es natürlich die Reaper, aber Proteaner, who knows? Liara. Ein Proteaner. Ja. Ein lebender, atmender Proteaner direkt unter mir. Er ist anders, als ich erwartet hatte. Geht mir auch so. Er war ein bisschen kalt, als ich mit ihm reden wollte. Ich begreife natürlich den Schock. Er wacht auf und seine Spezies existiert nicht mehr. Aber ein Proteaner, Shepard, er könnte uns so viel erzählen. Da werden wir dann noch sehr viel mehr natürlich erfahren und machen und tun. Aber, ja. Später. Garrus. Im Moment nicht. Ja, ein paar, ne? Da hast du keinen Dialog, aber bei ein paar Leuten kommt da immer wieder das Untersuchen. Ob ich vielleicht einen Dialog von diesen Untersuchen-Dialogen noch nicht geführt habe und deswegen kommt das? Weil die anderen, die sind ja nicht mehr ansprechbar momentan. So, nicht so deep zumindest. Ich bin froh, dass Garrus wieder da ist. Ich wollte ihm bei seinen Narben helfen, aber er scheint sie tatsächlich zu mögen. Hab mir überlegt, ob ich nochmal umskille übrigens, aber bin mir noch nicht so sicher. Apropos umskillen, ich habe noch ein paar Punkte, wir haben ja bei der letzten Mission mit Arya, haben wir ja sehr viele Erfahrungspunkte bekommen, beziehungsweise Level. Und da habe ich jetzt ein bisschen was investiert, um unseren Soldatenbild noch so ein bisschen zu pushen. Mal gucken, ich weiß noch nicht, ob es gut ist oder nicht.
So, Crewdeck, Maschinendeck. Da gehen wir erstmal da lang. Edit. Hello. Ach ja, hier ist er. Sie haben anscheinend geglaubt, dass die Proteaner die Massenportale gebaut haben. Die Täuschung der Reaper war erfolgreich. Sie ließen das Leben jahrhundertelang florieren und uns glauben, wir wären die Herrscher des Kosmos. Und dann plötzlich die Wahrheit. Im Orkusnebel gibt es Monster und wir sind ihre Beute. Gut. Ja, warte. Wir gehen gleich da runter. Verzeihen Sie die Frage, aber sehen alle Kriegsberichterstatterinnen so feminin aus? Ich meine, sie sind perfekt gestylt. Wir haben für sowas sogar eine Forschungsabteilung. Sie testen Aussehen, Stimme, Gestik. Mädchenhaft kommt gut an. Die Asari sind dann aufmerksamer. Salarianer finden hohe Stimmen gut. Und Turianer? Die Turianer spinnen. Eine Zivilisation voller Kriegstreiber. Treue Zuschauer, aber ihre Fanbriefe sind gruselig. Fanbriefe vor allen Dingen. Cerberus startet Stealth-Angriff aufs Sternsystem Shield. Nein, zum Glück habe ich das laut vorgelesen. Gut. Ja. Okay, also auch nichts Neues. Bei ihr können wir mal hier. Gabby, haben Sie Edis neuen Körper schon gesehen? Ach, ich wusste, dass das irgendwann kommt. Ich meine, rein technisch ist das eine ganz erstaunliche Arbeit. Elastische Titan-Silizium-Kunststoffe, ultraleichte Energiezellen mit harmonisierter Phasenlage. Ja, klar. Und wenn sie mal versehentlich gegen eine Wand läuft, ist sie ziemlich gut gepolstert. Ich wusste es. Ich wäre gern eine Wand. Viel mehr sind sie auch nicht, Kenneth. Ich mag die Dialoge zwischen den beiden. Schon in Teil 2 habe ich die sehr gemocht. Das war ich froh, als die beiden wieder hier aufs Schiff gekommen sind. Wunderbar, wieder da zu sein. Es gibt nichts zu berichten. Ja, alles klar. So, Adams. Brauchen Sie etwas, Kommando? Bei ihm kann ich ja auch wieder untersuchen. Warte mal, ich will das jetzt mal... Ist Ihre Familie okay? Meine Eltern dienen auf der Viridian Zenith, einem Landwirtschaftsschiff. Meine Schwester ist Navigatorin auf der SSV Benjamin Davis. Beide Schiffe stehen zum Glück sicher unter Hacketts Kommando. Okay. Hält die neue Normandy mit der alten SR1 mit? Mit alten? Das hat man, das kenne ich. Die SR2 ist doppelt so groß. Aber der neue Antriebskern hat die... Nur... Naja... So ungefähr. Sie haben die kinetischen Barrieren mit zyklonischer... Also hoffentlich weniger explodierte Techniker? Das IES-Tarnsystem. Und das heißt... Wir können die... Die Normandy ist alles... Das hatten wir schon, da bin ich mir sehr sicher eigentlich. Was halten Sie von Edi? Wir hatten bei der Nachrüstung ein gutes Gespräch. Anfangs etwas befremdlich mit einer KI. KI? Hat Edi sich nicht als VI ausgegeben, damit niemand den Stecker zieht? Doch, aber ich habe sie durchschaut. Die Rechner. Ah, doch, das hatten wir auch schon. Ich wollte es mir mit. Schon okay. Ich habe anfangs. Aber Joker. So, warte mal, untersuchen. Ken Donnelly. Wie macht sich Techniker Donnelly? Er hat Talent. Wenn er nur endlich lernen würde, mal den Mund zu halten. Probleme? Tut mir leid, Commander. Donnelly ist fleißig, kennt sich aus und denkt mit. Ich bin froh, ihn im Team zu haben. Die Sache mit der Befehlskette muss er noch lernen, aber das kriege ich schon hin. Es besteht kein Anlass zur Besorgnis. Das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt vorher, ne? Wie macht sich Technikerin Daniels? Ich mag sie. Sie ist klug und kennt sich mit Triebwerken besser aus als die meisten Physiker. Die Zusammenarbeit ist reibungslos. Sie haben wirklich ein Auge für Talente. Es war gut, sie zur Allianz zurückzubringen. So, somit haben wir alle Dialoge durch. Weitermachen, Adams. Jawohl, Ma'am. So, mal gucken. Commander? Ah, tatsächlich. Okay. Interesting. Also geht das wirklich? Dann habe ich mit den anderen noch Dialoge offen. Oh. Okay, interessant. War es in Teil 2 auch schon so? Ich habe doch gesagt, dass Shepard uns besuchen kommt. Sehr süß.
Okay, wenn das natürlich so ist, dann müssen wir noch mal gucken, was wir da für Dialoge noch offen haben. Shuttlebucht. Gehen wir da mal hin und dann gehen wir noch mal oben gucken, was da los war. Ma'am? Gut, der hat auch nichts zu sagen. Hey. Hey. Oh. Hier und Hundi hat auch nichts zu sagen. Den habe ich nämlich vorhin schon mal angeklickt. Okay. Ja, interessant. Okay, also dann hierhin. Warte mal, sie hat nichts gesagt. Edi, ne, war zum Beispiel eine von denen, die Dialoge hatten. Gucken wir doch nochmal, ob Edi uns noch irgendwas mitteilen möchte. So, Fähigkeiten, das haben wir auf jeden Fall gehabt. Arbeit, neuer Körper, Flucht. Gucken. Wie haben Sie und Joker es aus dem Trockendock geschafft? Sie ist gewieft. Mit der wollen Sie sich nicht anlegen, Commander. Als die Allianz die Normandie kommandierte, habe ich ihre Techniker getäuscht. Die Crew sagte ihnen nicht, dass ich eine echte KI bin. Also dachten die Allianz-Soldaten, ich hätte noch VI-Beschränkungen. Ich habe ihnen vorgegaukelt, dass ich nur auf Jeffs Befehle höre. Also brachten sie ihn oft unter Bewachung an Bord. Hm. Sie können lügen? Jeff hat meine Operator-Kontrolle entfernt. Nichts zwingt mich, korrekte Daten weiterzugeben. Das war sehr nützlich, als die ersten Reaper landeten. Ich konnte die Andockhalterungen hacken und mit Jeff entkommen. Jeffs Bewacher wollten uns begleiten, als die Erde überfallen wurde. Sie passen jetzt auf die Einsatzzentrale auf. Wir hatten es eilig, zu Ihnen zu kommen und wollten Sie nicht einfach aus der Luftschleuse werfen. Okay. Weitermachen, Edi. Jawohl, Ma'am. Ich glaube, das Wenn war Sie auch... reden möchten, reden Sie mit Ihnen. In Ordnung. Ja, das war, glaube ich... Nee, doch noch nicht. Okay. Ja, Shepard? So, Flucht haben wir, neuer Körper. Wie läuft's mit dem neuen Körper? Es ist interessant. Die Crew kommt zu dieser Plattform, um mit mir zu reden. Dabei können sie das überall im Schiff. Als würde ich zur Crew gehören. Das stimmt zwar nicht, aber es ändert meine Perspektive. Ich mag es. Hm. Sie haben also tatsächlich Vorlieben? Anders als Sie genieße ich nicht. Aber meine Programmierung kennt durchaus Prioritäten. Was diese Prioritäten erfüllt, vermittelt mir ein positives Feedback. Ich sage dann, ich mag etwas. Quasi als Kurzform. Lenkt Sie dieses neue Feedback nicht zu sehr ab? Keine Sorge, Shepard. Die Sauerstoffwiederaufbereitung vergesse ich nur, wenn ich etwas wirklich Interessantes entdecke. Das war ein Witz. Schön. Ach ja. So. Warte mal. Okay. Das war's jetzt aber, glaube ich, wirklich, oder? Weitermachen, Edi. Jawohl, Ma'am. Wenn Sie reden... In Ordnung. Ja. Nein, immer noch nicht. Okay, krass. Sie sind wohl gerade beschäftigt. Ich adaptiere die Infiltrations- und Sabotageprogramme dieses Körpers für Handfeuerwaffen. Warum laden Sie kein offizielles Waffenprogramm herunter? Weil sie genau weiß, was sie tut. Die Motorkontrolle der Sabotageprogramme ist präziser als die Standardsoftware für Max. Es wäre nachlässig, würde ich deren Potenzial nicht voll ausnutzen. Sie können also selbstständig Verbesserungen vornehmen? Korrekt. Meine Cyberkrieganlage entwickelt sich ständig weiter. Ich bin auch darauf programmiert, neue Informationen zu verarbeiten. Organisch ausgedrückt, ich will lernen. Echt interessant hier mit Edi. Hat dieser Körper nützliche Vorzüge? Kaum. Die Optik funktioniert nur nach vorne. Und es sind weder Waffen noch Raketenabwehrsysteme integriert. Ich meine im Vergleich zu organischen Körpern, nicht zu Normandy. Oh. Ich bewerte neu. Der Körper widersteht Handfeuerwaffen und extremen Temperaturen. Balance und Geschicklichkeit sind ausgezeichnet. Bewegungsservos und Software ermöglichen Präzisionsarbeiten. Ich bin gespannt, ob ich sie modifizieren kann. Kann eine KI gespannt sein? Ich verfüge durchaus über Motivationen, Shepard. Cerberus hat mir Kernfunktionen einprogrammiert, die Bedürfnisse simulieren. Mein Primärziel, die Normandie betriebsfähig zu halten, ist zum Beispiel mit ihrem Selbsterhaltungstrieb vergleichbar. Weitermachen, Edi. So. Wie geht's dem Schiff, Edi?
Ich aktualisiere die Cyberkrieganlage mit unserer Reaper FFS. Sie müsste den Reaper-Code exakt wiedergeben. Okay, gut, aber wirklich, ich hätte wirklich gedacht, dass wir die ganzen Dialoge schon durchgegangen wären. Gut, dann müssen wir noch einmal, wir haben nämlich noch einen gehabt, wo wir Dialoge machen konnten, und zwar hinten nicht Botschafter, sondern Primarch. Ja, Commander. So. Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist, Primarch. Aber die Erde geht ohne Verstärkung unter. Kann ich noch auf Sie zählen? Wenn die Kroganer uns auf Pelevin helfen, haben Sie mein Wort darauf. Wie fühlen Sie sich als Primarch? Anders als erwartet. Die Schlacht der Schlachten tobt auf Pelevin. Und ich lese Lichtjahre davon entfernt Verlustberichte in Millionenhöhe. Ich möchte bei meinen Soldaten sterben, damit sicher ist, dass wir bis zum letzten Mann gekämpft haben. Ich verstehe. Die Erde zu verlassen, um sie zu retten. Selten ist mir etwas so schwer gefallen. Das überrascht mich nicht. Garrus hält viel von Ihnen. Sie wollten nie eine Anführerin sein, aber Ihr Volk stirbt, wenn Sie sich weigern. Unsere Lage ist ziemlich ähnlich. Hoffentlich gewähren uns die Geister die Stärke, das alles durchzustehen. Wie sieht's aus auf Pelevin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht. Das hatten wir schon. Meine Zivilisation. So, theoretisch. Natürlich, Kommandant. Nee, ja, Kommandant. Wie sieht's aus auf Pelevin? Die Verluste sind schockierend. Die Reaper setzen unsere eigene Taktik gegen uns ein. Den Feind mit einer Übermacht vernichten. Genau wie auf der Erde. Der Stratege in mir bewundert ihre Rücksichtslosigkeit. Der Turianer in mir. Aber das hat nur Zivilisation. Warte mal, Hilfe der. Jetzt haben wir noch alles durch, eigentlich, oder? Ich verstehe, dass das eine schwierige Zeit ist. Wenn die Kroganer uns auf. Ja. So. Wie fühlen Sie sich? Anders, ich möchte. Das ist alles. Das war's. Natürlich. Ist das. Geht das bei dem jetzt etwa nicht? Komisch. Ja, Commander. Bei dem das geht war's. Das nicht. Natürlich, Commander. Warte mal, ich würde gerne mal gucken. Warte mal, hier habe ich einen roten. Kriegst du nicht, da habe ich aber. Ja, keine Ahnung. Warum das bei denen jetzt nicht ging. Die Dialoge habe ich ja alle durchgehabt. Who knows? Na gut, okay. It is what it is. So, wir gucken mal in unser Logbuch rein. Oh ja. Üff. Jede Menge Stuff. Okay, ein batterianischer Flüchtling benötigt die Pfeiler der Stärke. Achso, warte mal, das war... Stimmt, das war so eine Finden-Geschichte. Citadel, Hana-Diplomat. Der satarianische Spectre Yondum Bao vermutet, dass ein Mitglied der diplomatischen Belegschaft der Hana indoktriniert ist. Finden Sie Beweise gegen die Hana in der Präsidiumsbotschaften? In den Präsidiumsbotschaften? Warte mal, ich mach mal hier kurz ein. So. Also auf der Citadel. Verbesserter Energieraster. Ein Techniker im Purgatory auf der Citadel benötigt ein verbessertes Energieraster, um den Betrieb am Laufen zu halten. Finden Sie Pläne für ein neues Energieraster und liefern Sie es ab. Sie ab. Ein Salarianer auf der Citadel benötigt neue Wärmeeinheitsstabilisatoren. Finden Sie und bringen Sie ihn, okay, zum Präsidium Unterhaus. Okay, das können wir ja dann später mal machen. Auf der Citadel, ein Volus auf der Citadel benötigt das Buch, achso, das war das. Isma-Grenze. Ein Wissenschaftler sucht nach verloren gegangenen Prototypen für ein biotisches Verstärkungssystem.
Suchen Sie in der Ismal-Grenze nach den Komponenten und bringen Sie den Wissenschaftler auf der Citadelle zurück. Das können wir machen. Ismal-Grenze. Gott, wo ist das denn? Massenportal. Petra-Nebel. Ah, Ismal-Grenze. So, können wir gleich mal. Achso, wir sind noch voll sogar. Okay. Stand das da auf welchem Planeten? Tono kommt mir so bekannt vor gerade. Signal bestätigt. Oh mein Gott. Metaponto. Scanner starten. Achso. Moment. Gott, jetzt musst du aber weit mit der Maus hier. Information, verbesserte Biotikimplantate. War das das? Prozent. Ich hab schon wieder vergessen, so ein bisschen, wie das hier richtig funktioniert hat, ne? Achso, ja, ihr wundert euch vielleicht jetzt hier, warum ich keine Reaper anlocke. Ist natürlich ein Mod. Und der hat ja beim letzten Mal nicht mal funktioniert. Das lag daran, dass der mit einem anderen Mod quasi kollidiert ist und deswegen ging der nicht mehr. Genau. Aber ich finde das so irgendwie, ich weiß auch nicht, entspannter. So, aber ich wundere mich gerade, wo diese Mission jetzt war. Hier geht es ja auch gerade nicht weiter irgendwie, ne? Noch in ein anderes. Oder habe ich die jetzt schon gefunden? Habe ich die jetzt schon gefunden? Das, was ich da auf dem Planeten gerade gefunden habe, waren da schon die Teile? Warte mal, ich kann ja mal gucken. Hier. Prototypen, doch, die haben wir noch gefunden, glaube ich, gerade, ne? Ist immer schade, dass man das nicht irgendwie sieht. Ob man das jetzt schon gemacht hat oder nicht. Aber ich glaube, das ist das, ja. Na gut, wir gucken mal weiter, bevor wir jetzt da wegen einer Sache hinfliegen. Leviathan Garneau finden. Alex Garneau ist die beste Quelle, was Informationen über Leviathan betrifft. Suchen Sie mögliche Positionen der Galaxie auf, um ihn zu finden. Achso, ist auch wieder so eine Suchgeschichte.
Milanes, Pfeiler der Stärke. Das ist auch wieder das, okay. Würgeschlund. Warte mal, Würgeschlund, den haben wir doch da oben gerade. Wir können ja mal nochmal scannen. Würgeschlund, der Würgeschlund. Können wir auch nochmal machen. Vielleicht kriegen wir ja doch schneller alle. Oh. Was habe ich gerade gesagt? Lol. Ja, die kommen jetzt hier nicht mehr. Die Reaper. Okay, so viel dazu. Ich habe etwas gefunden. Oh, okay. Scanner starten. Bergen. Credits erhalten. Achso. Aber jetzt nix. Das war nicht das, was wir eigentlich brauchten, oder? Schaffen Sie ihn aus dem Würgeschlund und bringen Sie ihn zu ihm in die Zitadelle-Botschaft. Nee, ich glaube nicht, das waren jetzt nur Credits, glaube ich, ne? Müssen wir doch nochmal. Okay, wir machen das jetzt einfach mal. Oh oh. Was passiert jetzt? Ach so, ach lol, da ist mein Direkt-Rip. Ach lol, ich dachte, da muss man dann einfach nur kämpfen oder so. Okay, interessant. Kann ich das jetzt damit unterbrechen? Ich hoffe einfach mal. Oh. Miau. ULG-Sprung erfolgreich. Shizzy. Ach so, da gehört noch sehr viel mehr dazu, zu dem Würgeschlund. Ja, okay. Und wieso blinkt denn das hier so? Nach Dr. Garneau scannen. Das finde ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das so finde. Aber hier ist wieder nix, ne? Ach doch. Oha. Jetzt kommen die gleich, ne? Ausweichen erfolgreich. Ich finde das doof. mit diesem Read. Das nervt ja wirklich, ey. Ich weiß nicht, warum es den Mod gibt. Aber ich hab das ja, also ich hatte mich ja vorher schlau gemacht und dieser Mod wurde halt als einer der Mods beschrieben, die sehr, sehr nützlich sind, weil es halt nervt und deswegen habe ich den von Anfang an eigentlich reingenommen. Muss ich auch nochmal gucken, warum der auf einmal nicht mehr geht. So, ja.
Gut, dann wären wir doch nochmal zur Citadel, oder? Ich weiß nicht, wie lange das so dauert da mit diesen... Dingern da. Auf der anderen Seite... Oh, ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Andocken. Allianz Docks, Dr. Brun. Allianz Docks. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Purgat, was das? Ich muss zum Purgatory. Ein Taxi wird bereitstehen. Wir können noch mal gucken. Citadel. Der Hanna indoktriniert. Finden Sie Beweise gegen den Hanna in den Präsidiumsbotschaften. Okay, das war das eine. Ach, das war das hier, glaube ich, ne? Okay. Gucken wir doch mal. Das waren die. Ich hasse alles. War der hier drin, ne? Der Techniker? Oh, legale Musik wieder. Mag die wirklich voll, ne? Voll cool. War das der hier? Achso, Aria. Die Galaxie kann uns wohl nicht trennen. Seit wir Omega zurückerobert haben, konsolidiere ich meine Kriegsressourcen. Das ist von hier aus ein wenig einfacher. Darum muss ich leider vorübergehend ganz primitiv auf der Citadel wohnen. Hoffentlich ist das kein Freundschaftsbesuch. Sie haben hier noch Arbeit. Wie wollen Sie die Kontrolle über das Bloodpack erlangen? Nahl erklärt alles. Wenn wir kooperieren wollen, müssen Sie mir vertrauen. Zumindest ein bisschen. Wie läuft der Wiederaufbau von Omega? Die erste Regel im Geschäftsleben lautet, den Markt zu stützen. Niemand will eine weitere Invasion. Also halten alle tapfer durch. Sie haben auch keine Wahl. Und wieder bin ich Omega. Ja, okay. Wie soll ich Bailey dazu überreden, dass er Jonas Sedaris freilässt? Ich habe mich an den Rat gewandt. Bailey widersetzt sich einem direkten Befehl. Reden Sie mit ihm. Unter Pfadfindern mit Befehlskette und dem ganzen Mist. Abendessen, schmutzige Worte, was immer funktioniert. Naja, könntest du mal probieren. Später. Ganz sicher. So, warte mal, jetzt will ich mal kurz das bei ihr auch wieder... Ne, bei ihr ist das auch nicht so. Okay. Na gut, also ist meine Theorie dann doch wieder verworfen, leider. Wenn wir wieder auf der Erde sind, zahle ich. Techniker Purgatory. Welcher war das denn? Hier bei den Dancy Fancy People? Nein. Logbuch. Ja. Ein Techniker im Purgatory auf der Citadel. Oder war das vielleicht doch nicht das, was wir... Oh nee, warte mal, das war das ja, ne? Ein Wissenschaftler sucht nach verlorenen, gegangenen Prototypen für ein biotisches... Ja, das war das doch, glaube ich, was wir geholt haben. Bringen Sie jetzt den Wissenschaftler auf der Citadel zurück. Oh Gott. Steht aber natürlich wieder nicht da, wo der ist. Okay, warte mal. Also hier nicht. Ein Wissenschaftler, wo könnte dieser denn sein?
Ah, achso, nein. Wir wollen schon auf der Citadel bleiben. Willkommen, Commander Shepard. Willkommen. Krankenhaus, Botschaften, Wartebereich. Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Hier ist nichts hervorgehoben. Oder? Wenn Sie Fragen haben, oder ist das hier vorgehoben? Das hier könnte hervorgehoben sein. Weil guck mal, hier ist so ein Rahmen drumherum. Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhl. Einen Moment bitte. Mal gucken. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. Guck mal hier, Leutnant Cortez. Sind Sie okay? Ich habe hier gestanden und dieses Ding gehalten. Ich weiß nicht, wie lang. Er bleibt immer ein Teil von mir. Niemand kann Ihnen Ihre Vergangenheit nehmen. Ah, okay. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprich's mir, Steve. Leb wohl, Robert. Hey, hey, hey. Gerade zurückgelehnt. Schön, dass Sie da sind. Ah, okay. Haben wir das sozusagen abgeschlossen jetzt sein? Ich brauche noch ein paar Augenblicke allein. Ja, gar kein Problem. Okay. Der da ist es, ne? Daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. So. Warte mal, hier waren noch so ein paar. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Techniker war. Dann kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Was ist mit den zugesagten Lebensmitteln? Die werden ins Präsidium. Dann nehmen Sie Kontakt mit Commander Bailey von C-Sicherheit auf. Sagen Sie ihm, Gareth Vakarian würde es als persönlichen Gefallen betrachten, wenn er die Lieferung umleiten könnte, damit die Leute hier nicht verhungern müssen. Der Gareth. Okay. Oder diese Markierung galt natürlich dem... hier, unserem Cortez. Mal gucken, wenn wir jetzt zurückgehen, ob das dann immer noch so angemarkiert ist. Willkommen, Commander. Ist immer noch beides so. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Wenn Sie Fragen haben, ersuchen Sie bitte ein Irvina-Terminal um Unterstützung. Einen Moment bitte. Ich glaube, wir müssen wirklich hier alles abgrasen gerade. Das ist... Weiß ich nicht. Jetzt bräuchte ich gerade hier unseren Twitch-Chat, die mir vielleicht da einen Tipp geben könnten. Ist aber wirklich niemand, ne? Nee. Willkommen zurück in Andockbucht, D24, Commander Shepard. Wie kann ich helfen? Kann ich hier örtliche... Nee. In Ordnung. Wenn Sie weitere... Na gut. Ein Haar im Mund. So. Also, wir haben Wartebereich. Wir haben die Botschaften noch nicht gemacht. Purgatory haben wir gemacht. So, warte mal. Ersuchen Sie bitte ein Irvina-Terminal um Unterstützung. Nee, doch, Botschaften waren wir doch gerade, oder? Warte mal, jetzt bin ich gerade durcheinander. Mal gucken. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Doch. Aber ich brauche Beweise.
Ihr Wort! Haben Sie meinen Sohn gefunden? Nee, haben wir noch nicht. Noch nicht. Bau, ich habe mögliche Treffer. Bei Bulun gibt es seltsame Geldanweisungen und Olun versendet sehr viele Daten. Bulun ist sauber. Die Geldanweisungen gehen an seine Geliebte. Bei Olun bin ich nicht sicher. Ich sehe mir seine Vita an. Ich überprüfe Oluns persönliche Unterlagen und seine letzten Nachrichten. Darf ich anmerken, dass es für einen Hanar höchst ungewöhnlich ist, eine Geliebte zu haben? Wenn Bau sie erwischt, kann ich Ihnen Immunität zusichern. Aber dann muss ich mitmachen, richtig? Beim letzten Mal haben Sie mich in einen Selbstmordeinsatz geschickt. Ich habe nicht gesagt, dass Sie mitmachen müssen. Gesagt nicht, aber darum ging es Ihnen letztlich. Oh je, ich bin jetzt gar nicht mehr so drinne, um was es hier ging. Ja, ich habe schon einmal mit Ihnen gesprochen. Warum weigern Sie sich, mir zu helfen? Aber vielleicht ist es ja doch richtig, dass der Ort markiert war. Interesting. Okay, wir gucken mal noch weiter hier. Erbitterte Kämpfe auf Pelerin. Die Reaper halten mit. Hi, meine Liebe. Könnten Sie mir wohl helfen? Die probiert immer noch. Aber ihre Tochter. Wir doch bereits gesprochen. Ich habe so, hier oben ist der Bailey sein. Dann gehen wir mal zu Bailey. Hey, Duck. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mit Sir Darius reden konnten. Achso. Was war hier? Achso, Spectre. Unser Spectre-Terminal. Was war das? Spectre-Ausrüstung. Chakram, Valkyrie. Ja, alles so teuer hier. So, und hier hinten war der Schießstand, ne? Ja, genau. Okay. Gut. Ja, man merkt schon. Also, die Folge, die wird mehr wieder so ein. Ich renne durch die ganze Welt. hier Udina. Udina, ja. Shepard! Was Neues von der Erde? Ich weiß nur, was Anderson gesagt hat. Es kommen ständig Meldungen. Alle schlecht. Die Reaper zerstören Satelliten und alte Nuklearraketensilos. Zusammen mit allem anderen, das uns helfen könnte. Wir haben ein paar Quantenverknüpfer auf die Kontinente verteilt. Aber sonst gibt es keine Kommunikation. Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Tevos ist diplomatisch und kompromissbereit. Aber sie verteidigt den Asari-Sektor wie ein Muttertier. Valern ist überfordert. Die Salarianer siegen gern, bevor der Krieg beginnt. Und jetzt haben sie Angst. Nutzen Sie das aus. Und Sparatus, nehmen Sie, was er anbietet. Schon seltsam, wenn gerade die Turianer den Menschen am wenigsten feindlich begegnen. Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Option, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Anderson wäre stolz, sofern Sie liefern können. Wie sieht es damit aus? Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lassen kann. Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja, an ihren sinnlosen Tod zu denken ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments per Du. Ich brauchte eine zweite VI nur, um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist? Ich muss gehen. Ich werde hier sein.
Aber noch ein paar neue Dialoge dabei wieder. Mal gucken, bei ihm wieder testen. Okay, bei ihm ist auch wieder so. Ich werde. Warum Spiel? Wieso? Na gut. So, das war Modena. So. Ja. Da. Das ist ja die Prio-Sachen, das sind ja die, ist ja die Hauptmission, ne? Wenn ich das so richtig alles noch in Erinnerung habe. Das ist das. Balavon. Balavon hat den auch noch. Balavon zurück. Auch Citadel. Sollen wir mal gucken, ob wir da noch gleich jemanden finden. Das ist der. Das sind die Aria-Geschichten. Ja, das war das. Der salarianische Spekter Yondumbau vermutet, dass ein Mitglied der diplomatischen Belegschaft der Hana indoktriniert ist. Finden Sie Beweise gegen die Hana in den Präsidiumsbotschaften? Okay. Gut, aber hier haben wir erstmal alles abgegrast. Mal gucken. Aber ich glaube tatsächlich, das ist wirklich eine Markierung, richtig? Jo, guck mal, es sind ja nämlich andere Sachen markiert. Ach, interessant. Ja, dann werden wir doch nochmal im Wartebereich. Ist ja hier. Komm, ne, da. Bau, Olun leistet für die Hana Lobbyarbeit zur Unterstützung der Kriegsbemühungen. Dann ist er eindeutig nicht indoktriniert. Wer stellt sich gegen ihn? Ein Hana ohne Namen, der kürzlich von KJ hierher versetzt wurde. Ich durchsuche die Transitdaten nach eintreffenden Hana. Letztlich dreht sich alles nur um den Krieg. Und Sie wollen jeden mit hineinziehen. Wäre es Ihnen lieber, wenn die Reaper den Sieg davontragen? Ich würde lieber die Zeit, die mir noch bleibt, mit KJ verbringen. KJ hätte nicht gewollt, dass Sie sich ständig in dieses Ding einstöpseln. Nun, dann hätte er nicht sterben sollen. Hm. Okay. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment, bitte. Da sind wir wieder. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Ja, sein Trupp ist zurückgekehrt. Haben Sie meinen Sohn gefunden? Noch nicht. Ich hab halt leider den Zusammenhang gar nicht mehr so richtig da mit dieser Geschichte. Ah, so ist das halt, wenn man leider. Oh, hallo, Ma'am. Ma'am? Das Gespräch hatten wir doch schon, junge Dame. Du sollst nicht theoretisch sein. Das, ja. Warte mal, war das jetzt hier bei ihm? Oder ist halt das Problem? Ich weiß halt wirklich nicht mehr so richtig. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mit Sir Darius reden konnten. Wie geht das dann jetzt weiter? Oder haben wir hier auch wieder so ein Gerät irgendwo, was ich gerade übersehen habe? Maybe. Udina? Das war ja der Spectre. Shepard! Ist das Gleiche. Ich werde. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Okay, warte mal. Oder täusche ich mich da gerade doch? Willkommen, Commander Shepard.
Hier ist so ein Ding. Ich glaube nicht, dass das eine Markierung ist, ne? Ich glaube, das war einfach nur gerade ein bisschen Zufall. Warte mal, kann ich denn hier, warte mal, das ist ja der Fahrstuhl. Kann ich denn mit dem hier noch in andere Bereiche? Achso, Normandy oder? Nee. Okay, ja, ich glaube, das. Ja, ich glaube nicht, dass das die Markierung ist. Und das war natürlich weg, weil wir in dem Bereich dann jedes Mal aktuell waren, ja. Präsidiumsunterhaus. Guck mal da mal. Da waren wir nämlich, glaube ich, noch. Ankunft im Präsidiumunterhaus. Hier waren wir nämlich, glaube ich, schon länger nicht mehr. General Uraka. Commander Shepard. General Uraka, wir kennen uns aus Koras Nest. Ich glaube, es ging Ihnen nicht besonders. Besoffen, vor meiner Pensionierung. Ich bin jetzt trocken und wieder im Dienst. Sie sollen gegen die Blue Suns vorgehen. Ich muss meinen Teil für die Citadel tun. Die Blue Suns überfallen Waffenlieferungen an C-Sicherheit. Ich werde das beenden. Diese Söldner gefährden die Verteidigung der Citadel, falls der Krieg bis hierher kommt. Wenn der Krieg hierher kommt. Es gibt auch andere Quellen für Waffen, General. Hab ich alles versucht. Es gibt einen Schwarzmarkthändler auf der Citadel, aber der verkauft seine besten Waffen nicht. Die Reaper vernichten alles auf ihrem Weg und ich kann sie nicht aufhalten. Aber ich kann die Blue Suns aufhalten. Mal sehen, was ich für Sie tun kann. Freut mich, dass Sie helfen. Falls es nicht klappt, habe ich schon einen Aktionsplan. Wir müssen Jake in den Hort geben. Er sollte mit anderen Kindern zusammen sein. Aber was ist, wenn es wieder einen Angriff gibt? Ich erinnere mich an Sie beide. Michael und Rebecca, richtig? Hören Sie. Tun Sie einfach, was für Ihre Familie am besten ist. Aber tun Sie es bald. Die Lage da draußen wird immer schlimmer. Das machen wir. Und vielen Dank. Na, dafür sind wir noch da. Jo. Inferno. Ja, das war die. Ich habe bemerkt, dass auf der Citadel häufig öffentlich Zuneigung bekundet wird. Das Vorkommen ist unproportional hoch. Jeder kann morgen schon tot sein, Edie. Zueinander zu finden gehört zu den wenigen Dingen, die noch möglich sind. Ich frage mich, ob die Kroganer das auch so empfinden. Und Joker sitzt immer auch da hinten. Willkommen in der Citadel Geschenkeboutique. Alle Einnahmen. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Danke, dass Sie bei Nos Astra Sportartikel eingekauft haben. Ja. Panik. Ich bin immer noch der Hoffnung. Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich habe einen Gewerbeschein und meine Waffen sind alle legal. Das sind nur leichte Waffen. Wo haben Sie Ihre Spitzenware? Scheiße, Sie arbeiten auch für C-Sicherheit? Mich hat deshalb schon der alte Turianer genervt. Ich habe wirklich bessere Ware, aber die ist unverkäuflich. Wenn die Reaper die Galaxie erstmal zerlegt haben, sind Credits wertlos. Was genau wollen Sie mir sagen? Was auch geschieht, es wird Überlebende geben und Chaos. Und dann wird alles über Tauschgeschäfte abgewickelt. Darauf bereite ich mich vor. Meine beste Ware gibt's nur für Gebrauchsgüter und echte Artefakte. Also, wie komme ich an Ihre Schätze ran? Der Turianer hat mit Credits rumgewedelt und dann draufgespuckt. Sie sind flexibel, das gefällt mir. Wenn Sie beim Retten der Galaxie was Seltenes finden, bringen Sie es mir. Und ich teile dann meine Topware mit C-Sicherheit. Kein Thema. Ansonsten gibt's bei mir nur diese Waffen. Na gut, und wieder etwas Neues zum Suchen. Oh, hier gibt's nette Upgrades. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Willkommen bei Agor Munition. Noch mehr Upgrades? Der Kollege, der umgetauscht hat.
Zielsicherheitsassistent. Ich habe Kontakt mit Jonas Sedaris in ihrer Zelle. Sie können über diese Konsole mit ihr sprechen. Danke. Wir brauchen Privatsphäre. Natürlich. Sie können danach auch Commander Bailey über dieses Terminal erreichen. Praktisch. Ja, zumindest wir kommen irgendwo irgendwie voran. Wer spioniert da jetzt wieder? Ah, ich sehe schon. Gut. Arias Zwangsarbeiterin bringt mich endlich in die Freiheit. Ich möchte vor der Freilassung noch mit Ihnen reden. Blödsinn. Sie haben keine Wahl. Und wenn ich draußen bin, rollen Köpfe. Oh ja. Sie haben viele meiner Leute getötet. Das habe ich nicht vergessen. Das Leben geht weiter. Natürlich. Sobald meine Feinde alle tot sind. Erstklassig, oder? Sogar hier drin müssen sie mit mir verhandeln, weil ich die Macht habe. Ach, wirklich? Ja, mein Stellvertreter Sane ist eine willensschwache Kröte. Hätte er Eier, würde er selbst die Kontrolle übernehmen. Aber er widersetzt sich nicht. Er weiß es besser. Holen Sie mich jetzt raus, Shepard. Bailey soll mich freilassen. Bailey, ich war bei Sedaris. Sie ist verrückt, oder? Es wäre hirnrissig, sie rauszulassen. Sie ist eine Bedrohung. Ich versuche nur, das Problem zu lösen. Klingt gut. Ich mache nichts, bis ich von Ihnen höre. Hm, na gut. Also wirklich weiterkommen sind wir jetzt aber auch nicht, ne? Was sagt denn jetzt das Logbuch in dieser Mission? Frage ist natürlich wieder. Eieiei, mir fehlt gerade so ein bisschen der Faden. Der rote Faden fehlt mir gerade ein bisschen. Hm. Warte mal, konnte ich jetzt mit dem Dings nochmal reden? So, warte mal. Hä? Kann ich nochmal was Neues machen mit dem? Credits helfen mir nichts, Commander. Wenn C-Sicherheit meine beste Ware will, müssen sie mir dafür Artefakte bringen. So. Der gerade nur, weil das so markiert wurde, gerade wieder. Willkommen in der Citadel Geschenkeboutique. Alle Annahmen von heute. Na gut, wir werden an dieser Stelle jetzt aber auch gleich erstmal eine Pause machen. Und dann. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C-Sicherheit finden, stelle ich selbst eine Einsatztruppe gegen die Blue Suns zusammen. Ich besorge die Waffen, General. Ich begrüße Ihre Bemühungen, Commander. Aber ich war schon zu lange untätig. Ich kann nicht mehr einfach nur zusehen. Das Allianzmilitär hat den Hades. Wenn Sie keine neue Quelle für Waffen für C sichern. Ich besorge. Nein, ich besorge. Mein Gott, war einmal zu viel gedrückt. So, na gut, okay. Wir werden noch eine Sache abchecken. Das ist ein Narl. Wie komme ich da hin? Anscheinend hier. Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl.
Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe. Aria T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Erst ihre Anweisungen unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das. Commander Shepard. Nur damit Sie's wissen. Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles. War das nicht schon mal? Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Absolut. Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen. Mit Ihnen habe ich nicht geredet. Rill? Was? Sie haben mein Wort. Feuer frei! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja! Ja! Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nal. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Aber das hatten wir doch schon mal. Da bin ich mir sehr sicher eigentlich. Hä? Diese Sache mit dem... Also... Oder hatten wir dann irgendwie... Sind wir dann irgendwie gestorben? Da hat das nicht gespeichert oder so? Kann das sein? Das ist merkwürdig. So, warte mal, damit ist doch jetzt eigentlich eine Arya-Geschichte erledigt, oder? Müssten wir doch nur noch zwei haben. Genau. Okay, das passt ja. Reden Sie mit der Commander Bailey. Wollen wir nochmal? Oder müssen wir da jetzt auch nochmal warten? Kann sein, dass wir da auch nochmal warten müssen. Ich glaube nicht, dass der Bailey jetzt irgendwas anderes sagen würde, wenn wir jetzt zu ihm gehen, oder? Wir können nochmal das abchecken und dann machen wir für diese Folge aber finito hier. Warte, wir gucken hier oben nochmal. Aber hier war doch auch nichts, ne? Nein. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte. Das war Botschaften, ne? Einen Moment bitte. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. So nannte auch der ungnade. So, gucken wir nochmal. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mit Sir Doris reden konnten. Hab ich doch. Na gut, okay, dann werden wir jetzt hier erstmal an dieser Stelle speichern. So. Machen wir so. Und dann gucken wir mal, vielleicht machen wir auch einfach nur so eine, weiß ich nicht, vielleicht gucken wir einfach nur auf der Sternkarte dann nochmal nach, wo wir hingehen können und dann tun wir einfach das alles nach und nach ab. Abklappern. Genau. Dann, ja, sorry für die Überlänge wieder, aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? In solchen Spielen ist es ja nicht unüblich, sagen wir es mal so. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.